Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der 12. Spieltag steht an, diese 4 Partien sind in der Prognose zu sehen. Ich hoffe, es gefällt euch. Denkt dran, es ist nur eine Prognose, hat nichts mit der Realität zu tun. Und los geht's mit Werder gegen Hertha. Der Auftakt in den 12. Spieltag wird von Werder Bremen und der Hertha aus Berlin gemacht. Ein Duell im unteren Tabellenmittelfeld. Werder Bremen hat so eine leichte Schwächeperiode momentan. Die Hertha gewann das erste Mal zu Hause nach Ewigkeiten gegen den FC Schalke 04 und hatte dementsprechend eine breite Brust. Trat hier auch an im Weserstadion selbstbewusst und hatte auch die erste Riesenchance. Der Schuss von Konga geht hier ganz knapp am Pfosten vorbei. Ansonsten war es eine recht ausgeglichene erste Halbzeit. Der SV Werder Bremen auch mal vorne vorstellig über die linke Seite mit Jung, der den Ball auf Duck springt. Der trifft dann aber nur das Außennetz. Da wäre durchaus mehr drin gewesen. Bekommt da zu viel Platz. Das ist etwas fahrlässig verteidigt. Christensen sieht das aber, dass der vorbeigeht und zieht dann sogar noch zurück. Kurz vor der Pause noch einmal die Gastgeber. Groß nicht unbedingt der fußballerische Part bei Werder, aber er ist daran beteiligt, dass am Ende Grujew zum Abschluss kommt. 44. Minute, aber auch der ging vorbei. 0:0 zur Pause, ein gediegenes Spiel zum Auftakt in den 12. Spieltag. Man soll ja auch nicht zu aufgeregt sein und das war man hier nicht. Trotzdem, es stand schon einiges auf dem Spiel. Wichtig für die Hertha nachzulegen nach dem Sieg und Werder Bremen, die müssen auch mal wieder gewinnen, bisschen diese Negativphase eben überwinden. Das sollte mit diesem Schuss von Füllkrug um ein Haar gelingen, aber Christensen mit der starken Parade. Dann auch mal wieder die Hertha, Jovetic in der 68. Minute mit dem vermeintlichen 0:1, aber relativ schnell ging dann auch die Fahne nach oben, Abseitsposition und wir sehen, das ist knapp, aber das Knie ist im strafbaren Bereich. Schlussphase, 88. Minute, exzellente Freistoßposition für die Hertha, Jovetic steht bereit und Jovetic macht es, traumhafter Freistoß zum 1:0. Für die Hertha und diesmal zählt der Treffer von Jovetic natürlich. Die Freude kannte keine Grenzen mehr. Ein super getretener Standard. Die Mauer bleibt stehen und das wird hier bestraft. Nachspielzeit, die Hertha noch einmal nach vorne unterwegs. Dann das 2:0 sogar noch am Ende. Das Ergebnis ein deutliches, aber das Spiel, es stand auf Messers Schneide. Das war extrem eng. Am Ende Hertha, die etwas abgezocktere Mannschaft und vielleicht eben dieses Quäntchen mehr Selbstvertrauen. Es nützt am Ende für den SV Werder Bremen nichts. Trotz des Kampfes haben sie 0 Punkte. Frankfurt gewann gegen Olympique Marseille in der Champions League. Beeindruckende Spielzüge führten dort zu Treffern. Am Ende eben ein verdienter Sieg. Nun die Bundesliga-Routine. Sie ging erstmal schlecht los. 11. Minute 0:1. Der BVB ja beim 0:0 gegen Manchester City durchaus zufrieden am Ende des Tages. Aber hier war es dann natürlich ein ganz anderes Spiel. Dortmund war offensiv nicht zu stoppen. 2:0, Youssoufa Moukoko, so ist es richtig, der hier frei einschießen kann. 0:2. Und Frankfurt fand überhaupt nicht rein in diesen Abend. Das erinnerte an das Spiel vom ersten Spieltag gegen den FC Bayern München. Da war man ja auch chancenlos und das ist hier schon das 0:3 durch Adeyemi. Frankfurt ja zwischen Genie und Wahnsinn in dieser Saison unterwegs. Diesmal war es wieder Wahnsinn. 0:4 noch in der ersten Halbzeit. Klar, das war schon lange entschieden hier an diesem Samstagabend. Trotzdem, der Support kam wie immer von den Frankfurter Fans, die
leiden mit ihrer Mannschaft mit und wissen trotzdem den Einsatz immer wieder zu schätzen. Und man sah auch, dass Frankfurt noch nicht aufgab, aber der Ball wollte auch einfach nicht rüber. Kolo Muani, der hier die Fußspitze reinhält, gute Hereingabe von Kamada, aber Kobel mit etwas Glück, aber auch mit viel Können verhindert das 1:4. Die Zeit lief der Eintracht nun davon. Es war eigentlich schon, wie gesagt, zur Pause entschieden. Trotzdem, das konnte man Frankfurt nochmal hoch anrechnen. Kolo Muani scheitert aber erneut an Kobel. Das letzte Wort hatte aber der BVB, Daniel Malens, zum 5:0. Das war viel zu hoch, ist ja klar. Aber wenn es nicht läuft, dann läuft es überhaupt nicht. Frankfurt wird abgeschossen. Im zweiten Durchgang stabilisierten sie sich, hätten den ein oder anderen Treffer verdient gehabt. Am Ende ist es ein deutliches 0:5. Sonntagnachmittag, Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach an der alten Försterei. Union musste sich einmal schütteln. Die Niederlage beim Tabellenletzten Bochum war doch etwas ärgerlich und man war auch recht chancenlos. Hier gegen Gladbach daheim, da fühlte man sich von Beginn an doch wieder pudelwohl. Vierte Minute, Jordan mit dem 1:0. Aber Borussia Mönchengladbach, auch trotz der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt am letzten Spieltag, war hier gut dabei. Marcus Thuram, Benze Baini und Alassane Plea. Wird nicht eng genug rangenommen. Schäfer steht nur daneben, begleitet. Und Plea kann einschießen. Es war eine turbulente erste Halbzeit. Kramer, Lars, Stindl 1:2. Spiel gedreht nach gerade mal 21 Minuten. War die Führung, die Union zu Beginn herausgeschossen hatte, wieder passé. Aber Union hatte auch nochmal einen. 28. Minute. 2:2. Jordan mit dem Doppelpack, der hat einen Lauf, spielt eine überragende Saison. So steht es zur Pause. 2:2 unentschieden. Aber wir hatten ja noch eine zweite Halbzeit. Borussia Mönchengladbach in den grünen Trikots machte es erstmal besser im zweiten Abschnitt. Player, Weigel und Marcus Thuram mit dem 3:2. 54. Minute, Weigel im Strafraum zu sehen, passiert auch nicht so häufig. Thuram mit einem harten Schuss ins kurze Eck, Renault machtlos. Union wollte aber schnell ausgleichen. Jordan in der 71. Minute hätte vielleicht sogar noch die Möglichkeit gehabt zu gehen. Ja, Benze Baini zieht dann rein, aber trotzdem, so schlecht war der Schuss nicht. Mehr möglich wäre aber dennoch gewesen. Gladbach hielt dieses 3:2 bis in die Schlussminuten. Thuram mit seinem Doppelpack entscheidet es dann in der Nachspielzeit. 2:4. Am Ende ein klares Ergebnis, war aber eine offene Partie bis zum Ende. Union verliert zum zweiten Mal in Folge. Der FC Schalke 04 erlebt mal wieder turbulente Zeiten. Es steht alles Kopf, zuletzt die 2:1-Pleite bei der Hertha auch nochmal richtig schmerzhaft. Jetzt der SC Freiburg zu Gast. Und die Breisgauer, sie sind mal wieder nicht von dieser Welt, wenn man die Saison betrachtet. Auch er vor allem, Vincenzo Grifo spielt mal wieder eine super Saison. Den Ball, den trifft er perfekt. Um ein Haar geht der in den Winkel. Der FC Schalke 04 kam dann kurz vor der Pause erstmals in den gegnerischen Strafraum und Dominik Drexler, der mit Abstand beste und auffälligste Schalker in dieser Saison, mit dem 1:0. Aber Freiburg wollte noch ausgleichen vor der Pause. Doan kommt aber nicht durch. Ovejan klärt, Szene bleibt nochmal scharf. Cheré, Doan und Gregoritsch. Schwolo viel gescholten, hier kann er sich mal auszeichnen. Hat es ja nicht leicht, der Keeper. Konnte sich aber dennoch den Platz im Tor sichern. Fährmann weiterhin nur auf der Bank.
Weiterhin also 1:0 für Schalke und Kral hatte in der 55. Minute dann das 2:0 auf dem Kopf. Trifft den aber nicht optimal. Setzt ihn so hoch an. Der setzt sich dann eben aufs Tornetz. Freiburg tat sich schwer mit den tiefstehenden Schalkern, aber sie kamen nochmal über Grifo und Eggestein. 79. Minute, 1:1, Ausgleichstreffer. Nackenschlag für Schalke, davon konnten sie sich nicht mehr erholen. Aber auch Freiburg machte nicht mehr draus. So endete dieses Spiel mit 1:1. Damit können die Freiburger sicherlich besser leben, trotzdem für beide eher nur mittelzufriedenstellend. Jo, das soll es mit der Prognose gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und adios.